Meine Aufgabe hier im Haus ist die Digitalisierung von wertvollen Handschriften. Dazu haben wir den Scanner, der sehr hochwertige Aufnahmen macht. Bei diesem hochwertigen Gerät kann man so nah in das Bild reinkriechen sozusagen oder in diese Seite reinkriechen. Das kann man im Original gar nicht, weil die Augen dann halt irgendwann in der Grenze setzen. Wenn ich das Buch hierher bekomme, dann richte ich das auf dem Scannertisch ein, je nachdem wie groß es ist oder wie dick, je nachdem also was gefordert wird. Hier habe ich das Live-Bild. Also ich muss jetzt nicht im Trüben fischen, wenn ich das Buch auflege, sondern sehe, was ich fotografiere. Dann wird das Bild aufgenommen am Rechner und dann kann ich Kontrast und Helligkeit entsprechend der Vorlage noch bearbeiten. Was halt oft ein Problem ist, dieses Pergament arbeitet ja, wenn Feuchtigkeit oder Trockenheit sich abwechseln. Und wir haben natürlich hier ein anderes Klima durch die Lampen als in Magazinen oder, ja, das ist hier trockener. Das Problem sind dann Goldauflagen, die abplatzen können, oder Farbauflagen, die abplatzen können, wenn das Pergament arbeitet. Also wenn es halt sich um wertvolle Dinge handelt, ist man dann sehr vorsichtig. Am reizvollsten ist natürlich, wenn die Motive schnell wechseln. Dann ist die Arbeit interessant und nicht langweilig. Insofern fand ich das auch extrem reizvoll, für die Ausstellung Aufnahmen zu machen, weil eben also eine extreme Bandbreite an Aufnahmeobjekten mir auf den Tisch kam. Also das waren ja wirklich Objekte teilweise, nicht nur Bücher, sondern eben auch Dinge, so kleine Täschchen mit Büchern drin und solche Sachen. Also das ist dann schon wirklich was, wo man sich dafür begeistern kann. Da guckt man dann auch schon mal doch mal hin.